dass wir Fehler gemacht haben, Herr Labs, in der Vergangenheit und nicht immer den Fokus nur auf unsere Kunden gehabt haben, das ist unbestritten. Skandale, Strafzahlungen. Ich sage immer, man sollte niemals die Chance verpassen, die in einer guten Krise steckt. Wir brauchen eine Art Elektroschock, um dem Großteil der Angestellten klarzumachen, dass wir es ernst meinen. Die Deutsche Bank. Zu viele Manager haben nur an sich gedacht. Sie bereichern sich auf Kosten von allen anderen, inklusive der Deutschen Bank Aktionäre. Es hat durchaus auch Konsequenzen in der Hierarchie nach oben gegeben. Ich kann Ihnen nur sagen, es waren mit Sicherheit in der Deutschen Bank einige, die nicht ehrbare Kaufleute sind. Sonst wären wir nicht dort gelandet, wo wir gelandet sind. Wir wollen möglichst schnell die Vergangenheit hinter uns bringen, damit wir endlich mal anfangen können, uns mit der Zukunft zu beschäftigen. Für ehemalige Insider Wunschdenken. Wenn man so viele Altlasten hat, ist es extrem schwierig, in eine bessere Zukunft zu starten. Auch so mancher Kunde wirft Fragen auf. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein US-Präsident jemandem so viel Geld schuldet. Noch dazu einer Bank, die nicht einmal amerikanisch ist. Altlasten und neue Probleme. Kampf ums Geschäftsmodell. ZDF Zoom fragt, welche Rolle kann Deutschlands größte Bank in Zukunft spielen? Unterwegs in New York. Hier begann die Deutsche Bank Ende der 1990er Jahre ihren Aufstieg zu einem Finanzkonzern von Weltrang. In den USA entscheidet sich nun auch das Schicksal der Bank. Aufsichtsbehörden und Staatsanwaltschaften arbeiten hier eine Ära auf, als die Bank Rekordgewinne einfuhr. Um Erfolg zu haben, hat die Bank oft getrickst, Gesetze gebrochen. Seit Jahren verspricht sie einen Kulturwandel. Wir treffen Dan Brockett. Der Anwalt verklagt erfolgreich große Geldinstitute. Die Deutsche Bank hat nicht nur mit Behörden zu tun, sondern auch Ärger mit Großkunden und Großanlegern, die glauben, von ihr geprellt worden zu sein. In ihrem Auftrag handelt Brockett. Wir erziehen die Banken nicht. Wir helfen Menschen, ihre Verluste auszugleichen, nachdem sie den Schwindeleien der Bank zum Opfer gefallen sind. Brocketts Kanzlei hat von der Deutschen Bank schon über 2 Milliarden Dollar Schadenersatz für Klienten herausgeholt. Mal hatten die Händler der Bank gebündelte faule Hypotheken verkauft, mal mit anderen Banken versucht, den Goldpreis zu manipulieren. Ohne die Deutsche Bank hätte es kaum ein Manipulationskartell gegeben, wie Brockett es nennt. Zu zentral war die Marktstellung der Bank. Er kommt Manipulationen mit Hilfe von Finanzexperten auf die Spur, wie Rosa Abrantes-Metz. Sie hatte belegt, dass der wichtige LIBOR-Zinssatz manipuliert wurde. Viele Großbanken waren daran beteiligt, darunter auch die Deutsche Bank. Nun hat er neue Vorwürfe. Eine Gruppe von Händlern aus London war auf Staatsanleihen spezialisiert. Es wird behauptet, dass sie in Chatrooms mit Kollegen die Preise und Aufschläge abgesprochen haben, die sie von den Kunden für diese Anleihen nehmen konnten. Die Deutsche Bank hat, so unser Vorwurf, in den Markt der Staatsanleihen noch bis 2013, 2014 und sogar 2015 eingegriffen. Händler der Deutschen Bank sollen mit anderen Banken dabei gemeinsame Sache gemacht haben, bis in das Jahr 2015. Ein Fall mit potenziell großer Sprengkraft, denn der Markt für Anleihen ist 9 Billionen Dollar schwer. Die Deutsche Bank sagt, sie kooperiere mit den Behörden. Und der Anwalt bereitet weitere Klagen vor. Wir haben Dinge in Vorbereitung und die werden bald ans Licht kommen. Manche davon betreffen auch die Deutsche Bank. Werden sie groß sein? Die meisten meiner Fälle sind groß. Wir machen nur Großes. Niemand kommt zu mir mit kleinen Fällen. Die Wall Street. Diesen Ort wollte die größte Deutsche Bank Ende der 90er Jahre erobern. Man wollte zu den Großen dazugehören. Die US-Zentrale der Deutschen Bank überragt den Finanzdistrikt. Um an die Spitze zu kommen, änderte die Bank ihr Geschäftsmodell. Nicht mehr nur Privat- oder Industriekunden aus Deutschland brachten das meiste Geld, sondern vor allem Kunden im Ausland. Fast 2/3 der Nettoerlöse erwirtschaftete die Deutsche Bank auf internationalem Parkett. Dies ist der 3. Film unseres Teams über die Deutsche Bank. Bisher hatte sich die Bank unseren Fragen nicht gestellt. Dieses Mal bekommen wir während der Dreharbeiten die Zusage, dass wir mit Schlüsselmitgliedern des Vorstandes sprechen dürfen.
Der ist seit Ende 2015 im Amt und verspricht wieder einmal eine neue Kultur. Neue Zeiten also? Bekommen wir echte Einblicke in die Bank? Unser erster Termin in der Deutschen Bank. Schwierige Monate liegen hinter dem Konzern. Im Herbst 2016 war durchgesickert, dass die US-Regierung von der Bank eine große Summe fordert. Sie hatte in der Finanzkrise gebündelte Hypothekenpapiere verkauft, obwohl sie fast nichts wert waren. Zeitweilig steht eine Zahlung von 14 Milliarden Dollar im Raum. Wir treffen drei der Vorstände in der 34. Etage. Man trägt die Verantwortung gemeinsam. Einen Sonnenkönig gibt es nicht mehr. Die Stimmung ist seit dem Herbst angespannt. Der Vorstand ringt mit Altlasten und um das künftige Geschäftsmodell. Ich kann Ihnen sagen, die Zeit im September, Oktober war in der Tat für uns herausfordernd. Das waren bewegende Wochen für die Bank, für die Mitarbeiter. Da gab es Unruhe im Markt, das muss ich gar nicht hier erklären. An der Börse verfiel im Herbst 2016 der Wert der Bank. Spekulanten testeten die Nerven des Vorstands. Wenn man irgendwie dann morgens irgendwo liest, ja, große Probleme bei der Deutschen Bank. Kunde ruft an, fragt, hör mal, ich habe da gelesen, was ist denn bei euch los? Man will natürlich lieber mit den Kunden darüber reden, so was habt ihr für Probleme, wo können wir euch helfen, als dass man erstmal die ersten 5 Minuten eines solchen Gesprächs nur damit verbringt, zu erklären, wie das, was man vielleicht in der Zeitung gerade gelesen hat, zu verstehen ist. Kunden fragten, könnte die Bank sogar pleite gehen? Natürlich macht man sich Sorgen, wenn man jeden Tag irgendwo Nachrichten sieht, die da lauten, der Deutschen Bank droht eine große Strafzahlung. Natürlich ruft das Fragen auf. Und da musste man, ich sag mal, in Teilen den Leuten auch erklären, ganz ehrlich, wie auch so ein Prozess abläuft, wie wir ihn mit dem amerikanischen Justizministerium haben. Wegen der faulen Hypothekenpapiere drohte ein Prozess in den USA. Der Vorstand Markus Schenk und andere Unterhändler kooperierten konsequent mit den US-Anklägern, anders als ihre Vorgänger. Ergebnis? Ein teurer Vergleich. Die Bank zahlt nun 7,2 Milliarden Dollar. Das ist schon eine sehr analytische, faktenbasierte Diskussion, die man dort führt. Sie hat am Ende zu einem Ausgang geführt, der uns sicherlich enorm wehtut, der aber, sind wir tief überzeugt, immer noch besser gewesen ist, als einen alternativen Weg zu gehen und dann sozusagen über ein Gerichtsverfahren. Und das war ja einer der wesentlichen Punkte, die wir im Oktober aufgerufen haben. Wir wollen möglichst schnell die Vergangenheit hinter uns bringen, damit wir endlich mal anfangen können, uns mit der Zukunft zu beschäftigen. Doch das ist nicht so einfach. Noch lange sind nicht alle Altlasten aufgearbeitet. Schadenersatzanwälte, Bankenaufseher und Staatsanwälte durchleuchten weiter die letzten 15 Jahre der Bank. 8.000 Verfahren sind noch nicht abgeschlossen. Davon betreffen 7.000 den Privatkundenbereich. Wie bekommt man diese Unmenge von Fällen in den Griff? Das organisiert man, indem man versucht zu priorisieren. Und wir machen das, indem wir unsere Fälle, sozusagen das Normalportfolio und das, sozusagen das Portfolio der Höchstrisikofälle einteilen. Hochrisiko heißt, dass es entweder aus finanzieller Sicht ein hohes Risiko ist oder dass es aus reputativer Sicht ein hohes Risiko ist. Und mit den Hochrisikofällen beschäftige ich mich regelmäßig, um nicht zu sagen eigentlich jeden Tag. Wie viele Hochrisikofälle gibt es denn noch? Es gibt jetzt etwa um die 15 Fälle noch. Darunter Verfahren wegen Manipulation von Zinssätzen, Geldwäsche, angebliche Manipulation von Währungskursen, angebliche Preisabsprachen bei Staatsanleihen. Das sind schon sehr umfangreiche Fälle mit einem riesigen Untersuchungsvolumen. Wir haben ja alle diese Fälle sehr intensiv und sehr genau untersucht. Und das muss man sich immer so vorstellen, dass sie da sozusagen im Grunde LKW-Ladungen an Dokumenten sich auch anschauen müssen. Die Kontrollbehörden und Staatsanwälte haben tausende interner SMS-Protokolle und Gespräche ausgewertet. Offen hatte man sich am Telefon etwa darüber unterhalten, dass man einen Zinssatz manipuliert hat und der Endverbraucher dadurch übervorteilt wird. Es hat Zeiten gegeben, da hat es ein ganz anderes Unrechtsbewusstsein gegeben. Und das fällt natürlich auch dadurch auf, dass sich die Händler wenig Mühe geben,
darüber ernsthaft nachzudenken, worüber Sie da gerade sprechen. Wir reisen nach London. Neben New York, die Finanzhauptstadt der Welt. Hier waren besonders viele Deutschbanker an krummen Geschäften beteiligt. Wir treffen einen hochrangigen Ex-Banker, der bei der Deutschen Bank gearbeitet hat, als sie im letzten Jahrzehnt den Gipfel erreicht zu haben schien, John Butler. Als er 2007 zur Bank kam, machte die über 8 Milliarden Euro Gewinn. Ursprünglich hatte die Deutsche Bank in einer Londoner Gasse jedoch klein angefangen. Das ist ein interessanter Ort. Wo sind wir hier? Das ist der ursprüngliche Hauptsitz von Morgan Grenfell. Morgan Grenfell war eine britische Investmentbank, die vor vielen Jahren von der Deutschen Bank aufgekauft wurde. In den späten 80ern? Ja, das stimmt. Im Rahmen der globalen Expansion. Es war der erste Angriff auf das Investmentbankgeschäft. Damit begab sich die Bank vielleicht auf die schiefe Bahn. Die aggressivere, risikobereite Kultur wurde mit einer sehr großen deutschen finanziellen Institution kombiniert. Man hatte viel Kapital, einen großen Hebel. Man hatte Zugang zu einer großen Menge Kapital, das dann für neue, immer riskantere Tätigkeiten genutzt worden ist. Sie haben dafür diese riesigen, modernen Handelsräume gebaut. Sie sehen also, das sieht hier völlig anders aus als zu Beginn. Mit wie viel Geld wurde an einem durchschnittlichen Tag gehandelt? Milliarden. Innerhalb davon gab es sicherlich auch riskante Anlagen, die sich, wie Sie wissen, im Laufe der Jahre als problematisch für die Bank erwiesen haben. Sein Vorwurf, die Bank habe Finanzpapiere konstruiert, die den Kunden eine hohe Steuerersparnis samt sattem Anlagegewinn versprachen. Die Risiken, Totalausfall, Wertverlust, spielten angeblich kaum eine Rolle. Es gab diesen Ansporn, neue Produkte herauszubringen. Das ist so, als ob man ein verschreibungspflichtiges Medikament durchwinkt, obwohl man nicht ganz sicher ist, ob es überhaupt funktionieren wird. Gab es auch kritische Stimmen, die sagten, lasst uns das schlimmste Szenario durchspielen. Was, wenn die Kreditsicherheit nicht ausreicht? Hin und wieder ja. Diese Diskussionen haben stattgefunden. Aber wenn man sich am Ende gegenseitig anbrüllt, wusste man, wer gewinnen würde. Nicht der Risikomanager. Nein. Immer die Händler. Ja. Wenn du mehrere hundert Millionen erwirtschaftet hast und das 5 Jahre lang, aber währenddessen die Risiken unterschlägst, dann hast du dich längst im Süden zur Ruhe gesetzt, bevor die Regulierungsbehörde deine Geschäfte überhaupt nachvollziehen kann. Handel ohne Rücksicht auf Verluste. Ist das heute anders? Wir erhalten Zugang zum brandneuen Handelsraum der Deutschen Bank. Auf den ersten Blick hat sich nichts geändert. Die Bank bewegt jeden Tag gigantische Mengen Geld, insgesamt 1,1 Billionen Euro. Sie hilft Notenbanken, ihre Geldreserven aufzustocken, vermittelt Bundesländern, die sich gegen Zinsschwankungen absichern wollen, Finanzpapiere. Eine Chefhändlerin organisiert Konzernen zum besten Preis jetzt oder in der Zukunft fremde Währungen in großer Menge. Es muss schnell entschieden werden, um für die Bank und den Kunden den besten Kurs herauszuholen. Ist es ein schnelles Geschäft? Es geht innerhalb von Sekunden. Kann sich auch der Kurs ändern. Also das sind wirklich Sekunden, die da eine Rolle spielen. Devisenhandel an sich hat ein sehr, sehr großes Volumen, ein Tagesvolumen, was gehandelt wird. Das sind mehrere Milliarden am Tag. Und dementsprechend kann natürlich auch eine vierte Nachkommastelle schon eine große Differenz darstellen. Informationen sind hier Gold wert. Die staatliche Bankenaufsicht fordert, dass Insiderhandel aktiv verhindert wird. Eine Glaswand soll die verschiedenen Bereiche daher noch besser voneinander abtrennen. Hallo. Und Kunden sind andere Banken? Oder? Kunden sind Bankenversicherungen weltweit. Ja, da kümmern wir uns um die Fragen, wie viel Eigenkapital Bankenversicherungen benötigen. Mehr Eigenkapital ist natürlich immer besser als weniger Eigenkapital. Und ich glaube, die Finanzkrise, vor allem die Jahre 2008, 9, 10, haben gezeigt, dass hier eine Nachbesserung durchaus notwendig war. Das heißt, hat man gelernt? Hat man gelernt, definitiv. Mehr Eigenkapital als Absicherung. Nur eine Maßnahme, nachdem Banken die Weltwirtschaft in der Finanzkrise an den Abgrund geführt hatten. Eine weitere? Bei der Deutschen Bank sind häufig die Regulierer von der Bankenaufsicht zu Gast. Wir haben vor 10 Jahren, ich war damals noch nicht bei der Bank, aber ich würde mal schätzen, da gab es vielleicht 20, 30 Regulierer, die so regelmäßig mal auch geguckt haben, was passiert denn in dem Haus weltweit. Heute haben wir weltweit wahrscheinlich jeden Tag um die 300 Vertreter von Regulatoren, die permanent sozusagen bei uns vor Ort sind. Wir wollen verstehen, warum die Behörden den Großbanken nicht mehr trauen.
In Israel sind wir mit einem ehemaligen Risikospezialisten der Deutschen Bank verabredet, der nach der Finanzkrise dort arbeitete. Erst prangerte er intern an, dass die Bank die Risiken von lukrativen Anlagen verschleiert hat. Dafür hätte ihm die Deutsche Bank dankbar sein müssen, weil er seinen Job gut gemacht hatte. Dann wurde er zum Whistleblower bei der US-Börsenaufsicht und von der Deutschen Bank gefeuert. Was meine Karriere und mein Leben angeht, waren die Ergebnisse verheerend. Also musste ich einen neuen Job finden. Ich habe an der Wall Street keinen gefunden und hatte Glück, dass ich hier in Israel einen gefunden habe. Ich komme ursprünglich von hier, also kam ich zurück. Wir haben Erik Ben-Arzi bereits 2013 interviewt. Der Mathematiker wurde von der Deutschen Bank in New York als Spezialist angestellt, um Risiken zu bewerten. Er stieß dabei auf ein Problem. Hochriskante Papiere waren zwar im Falle eines Ausfalls abgesichert, doch Ben-Arzi fand heraus, dass der Bank offenbar bekannt war, dass der Versicherungsgeber gar nicht voll zahlen konnte. Die Deutsche Bank hat vorgegeben, über den gesamten Betrag versichert zu sein. Das ist, als ob ich für mein Haus, das vielleicht 100.000 Dollar wert ist, eine Feuerschutzversicherung von einem Obdachlosen kaufe, der diese Versicherung niemals zahlen kann. Die Bank war wieder einmal ein hohes Risiko eingegangen, hatte es aber anschließend verschleiert, weil es um Milliarden ging. Ich stehe zu meiner Beschreibung von damals. Sie haben Vermögenswerte für die Bilanz erfunden, die es eigentlich gar nicht mehr gab. Ich würde sagen, das war rücksichtslos, aber nicht illegal. Ich glaube, nach der Krise wurde es illegal, als sie die Verluste vertuscht haben. Ben-Arzi ist sicher, die Bank wollte keine Schwäche zeigen. Die Hochrisikopapiere, die im Falle eines Ausfalls ihren Wert verloren hätten, seien so als Positivposten in den Bilanzen geführt worden. Am Ende haben sie gar keine Verluste vermieden. Sie haben die Verluste einfach in die folgenden Quartale verschoben, auf die Aktionäre abgewälzt und sichergestellt, dass sie ihre Boni ausgezahlt bekommen. Sie hätten zugeben sollen, was passiert ist, und unter einen Rettungsschirm kriechen sollen. Der Bank ging es auch nach der Finanzkrise sehr viel schlechter, als sie damals zugab. Davon ist Ben-Arzi überzeugt. Die US-Börsenaufsicht hat das Fehlverhalten der Bank inzwischen öffentlich angeprangert. Im Wesentlichen bezog sie sich dabei auf Informationen des Whistleblowers Ben-Arzi, wonach Milliarden an potenziellen Risiken nicht ausgewiesen wurden. Die Deutsche Bank musste deshalb 2015 eine Strafe zahlen. Die wird aus dem Vermögen der Bank beglichen. Die verantwortlichen Manager zahlten nichts. Die Aktionäre sind die Opfer. Wie kann man sie für die Strafe aufkommen lassen? Die Manager hätten zahlen müssen. Ben-Arzi hätten 8 Millionen Dollar Belohnung zugestanden. Er lehnte das Geld ab, um die Aktionäre zu schonen und aus Protest, weil die Börsenaufsicht nicht hart genug durchgegriffen habe. Die Schlimmsten, also jene, die tatsächlich über die Straftaten Bescheid wussten, waren auch diejenigen, die es schafften, in der Hierarchie aufzusteigen. Sie kamen ungeschoren davon und konnten weiter Geld machen. Noch heute sagt man bei der Deutschen Bank, dass Ben-Arzi zu schwarz gemalt habe. Trotzdem will man künftig mehr auf die Risikomanager hören. In Berlin, dort, wo die Deutsche Bank einst gegründet wurde, hat man deshalb seit der Finanzkrise einen Nebenstandort zum zentralen Risikozentrum der Bank ausgebaut. Denn das Geschäftsmodell der Großbanken insgesamt hat sich auch nach der Finanzkrise nicht geändert. Enorme Summen werden bewegt und das bringt große Risiken mit sich. Die müssen bewertet werden. Auf 6 Stockwerken analysieren Statistiker, Mathematiker und IT-Experten die Kreditwürdigkeit von Großkunden. Oder sie beobachten die Geldströme, die durch die Bank fließen. Wird die Bank zur Geldwäsche missbraucht? Macht einer der eigenen Händler unsinnige Deals? Risiko soll nicht vermieden, sondern kontrolliert werden. Für diese neue Kultur steht bei der Bank jetzt Sylvie Matera. Sie war zuvor bei der französischen Bankenaufsicht. Die Investmentbanker wurden seit der Finanzkrise oft kritisiert. Es wäre nun das Schlimmste, wenn wir nur Leute hätten, die Risiken scheuen. Schließlich ist es unsere Arbeit, Risiken einzugehen und zu managen. Unsere grundlegende Aufgabe ist es, ein Risiko einzugehen, das andere Leute nicht auf sich nehmen können, weil es nicht zu ihrem Kerngeschäft gehört. Das können nur große Banken.
Als die Deutsche Bank kurz vor der Finanzkrise unantastbar zu sein schien, wurde das Geschäft immer weiter aufgebläht mit riskanten, undurchsichtigen Finanzpapieren. Ich war also nicht überrascht, als ich zur Deutschen Bank kam. Diese Einstellung war ziemlich weit verbreitet im Finanzsektor. Zu oft handelten Händler nicht im Interesse der Kunden, wussten wenig über deren Hintergrund. Hauptsache, es gab einen Deal. Die Kapitalrendite für die globale Wirtschaft lag vor der Krise für die meisten Vermögenswerte zwischen 4 und 5%. Die Kapitalrendite im Finanzsektor lag dagegen bei fast 20. Wie erklärt man, dass eine Industrie, die der Realwirtschaft dienen soll, mehr als doppelt so viel an Kapitalrendite einfährt wie die Realwirtschaft selber? Doch genau das versprachen Männer wie Josef Ackermann in der angeblich goldenen Zeit Chef der Deutschen Bank. 25% Eigenkapitalrendite seien möglich, hieß es. Eine angeblich große Leistung, die nur die Besten hinbekommen. Der Vorstand belohnte die Händler und sich selbst mit üppigen Prämien. Mehr Risiko, mehr Gewinn, mehr Geld für sich selbst. Mögliche Probleme verdrängt. Das Bonussystem war einfach nicht gut durchdacht. Wenn Sie sich ansehen, warum Leute sich auf eine bestimmte Art verhalten, müssen Sie auch die Anreize analysieren, die das Verhalten ausgelöst haben. Und da spielt auch die menschliche Natur hinein. Ja, natürlich, in der Tat. Verbindlichkeiten und Aktiva belaufen sich derzeit jeweils auf mehr als 1,5 Billionen Euro. Demgegenüber steht Eigenkapital in Höhe von 59 Milliarden Euro Ende 2016. Ein zu kleiner Sockel, wenn das Vertrauen in die Bank schwinden sollte. Im Auftrag der Deutschen Bank gehen Händler nach wie vor große Risiken ein, wandeln auf dünnem Eis. Und noch immer werden sie belohnt, wenn sie hohen Umsatz machen. Deswegen müssen sie kontrolliert werden, auch von den eigenen Kollegen. Wir haben eine neue Whistleblower-Politik. Wir nehmen das sehr ernst. Ich bekomme oft Berichte von Whistleblowern, die ich dann direkt an den Leiter der Binnenrevision und an den Aufsichtsrat weitergebe. Zu dem Thema bekomme ich monatliche und vierteljährliche Berichte. Wenn es notwendig ist, veranlassen wir eine interne Untersuchung. Wenn Sie monatlich Berichte bekommen, gibt es also ständig Whistleblower. Ja, natürlich. Ich meine, wir sind in 70 Ländern, haben 100.000 Mitarbeiter. Wir unterstützen das aktiv. In einer so großen Bank gibt es für Whistleblower immer etwas zu melden. Ein echter Wandel brauche Zeit, sagen Sie hier. Nicht jeder findet sich in der neuen Kultur zurecht. Ich sage zu meinem Team immer, geht in die Handelsräume, lauft über das Handelsparkett und wenn ihr etwas seht, sagt etwas, um unsere Kultur voranzutreiben. Wenn ihr Zweifel oder ein Problem habt, fragt, behaltet niemals etwas für euch. Wie schwer es vor kurzem noch für interne Mana war, gehört zu werden, zeigt der Fall William Brooks mit. Wir verfolgen die Spur des Amerikaners, der in London als Risikomanager arbeitete. Er hatte die Geldmaschine der Deutschen Bank in England mit aufgebaut. Anfang 2014 erhängte er sich und hinterließ der Nachwelt viele Rätsel. Er hatte in den 90er Jahren bei der Bank begonnen, wurde später vom Vorstand um Anshu Jain bei heiklen Fällen hinzugezogen. Sicher ist, bevor er sich im Nobelviertel Chelsea das Leben nahm, war er in Behandlung bei einem Psychologen. Und er war in großer Sorge um die Bank. Der Tod des Managers wurde immer wieder in der internationalen Presse aufgegriffen, da Brooksmith in viele heikle Geschäfte der Bank als Prüfer eingebunden war. Wir sprechen in Frankfurt mit dem Vorstand Christian Sewing über den Fall. Er hat damals die Binnenrevision geleitet. Inzwischen ist er einer von zwei Vizechefs der Bank. Sie hatten mit dem Fall auch zu tun, weil er später in London sich umgebracht hat. Wie sozusagen würden Sie den Fall einschätzen? Wissen Sie, der Fall hat uns alle in der Bank, und ich glaube, ich kann für alle sprechen, tief betroffen. Und mich persönlich auch sehr, weil ich Bill Brooksmith sehr gut gekannt habe. Ich kann Ihnen nur eins sagen, dass der Fall für uns natürlich ein Fall war, der untersucht worden ist. Und ich persönlich in meiner Audit-Funktion darauf Wert gelegt habe, dass das von einer externen Kanzlei gemacht wird, damit die Neutralität gewahrt wird. Aber ich bitte Sie zu verstehen, dass ich dazu nicht mehr sagen möchte, weil ich finde, das gehört sich nicht, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Familie. Den externen Bericht hält die Bank unter Verschluss. Doch wir kommen mit dem Sohn von Brooksmith ins Gespräch. Val, ein Musiker aus den USA. Er ist in Frankfurt, um zu verstehen, was mit seinem Vater geschah.
Der Tod seines Vaters treibt ihn um. Der Tag, an dem mein Vater starb, war der 26. Januar 2014. Meine Mutter und mein Vater waren nach Indien gereist. Sie verpassten so meinen Geburtstag, wollten es wieder gut machen und luden mich zum Brunchen ein. Ich erhielt einen Anruf und ich dachte, es wären meine Mutter und mein Vater, aber stattdessen hörte ich eine weibliche Stimme. Es war das Hausmädchen. Sie sagte, Notfall, Notfall, dein Vater, dein Vater. Ich sprang in ein schwarzes Taxi und als das Taxi um die Ecke fuhr, sah ich draußen Krankenwagen. Ich erinnere mich, wie ich über die Straße rannte. Und als ich dann die Tür öffnete, wurde es real. Irgendwie schaffte ich es, meine Mutter so weit zu beruhigen, damit sie mir sagen konnte, was passiert war. Er ist tot. Er hat sich umgebracht. Er hat sich umgebracht. Der erste Schock war, ihn tot zu sehen. Der zweite Schock war, dass es Selbstmord war. Ich konnte einfach nicht glauben, dass mein Vater sich umgebracht hat. Die Notizen, die mein Vater hinterließ, enthielten keinerlei Erklärung. Es waren nur Abschiede und ich liebe euch. Keine Erklärung, wieso. Es machte mich so wütend und tut es immer noch. Ich verbrachte die letzten 3 Jahre damit, herauszufinden, warum. Val Brooksmith sichtete den Nachlass seines Vaters, die Bankunterlagen. Ich habe alle diese E-Mails, alles, was wir auf seinem Schreibtisch fanden. Die internen, vertraulichen Mails erstrecken sich über 10 Jahre. Bill Brooksmith forderte unter anderem, dass ein Ableger der Deutschen Bank in New York strenger auf mögliche Liquiditätsengpässe getestet wird. Er warnte sie ein gutes Jahr lang, schrieb E-Mails, drängte sie darauf, ihre Probleme geregelt zu kriegen. Vor seinem Freitod war Brooksmith mehrere Jahre für diesen Ableger der Deutschen Bank in New York, die DBTCA, zuständig. Die New Yorker Zentralbank mahnte dort strengere interne Risikokontrollen an. Mein Vater sagte, Leute, wir müssen das in Ordnung bringen. Wir kriegen sogar schon Briefe. Aber niemand hat etwas getan. Mein Vater hat sie jahrelang gewarnt, stieß aber auf taube Ohren. Irgendwann muss er einfach frustriert darüber gewesen sein. In einem internen Bericht heißt es, dass Brooksmith bei einem Allgemeinarzt über seine großen Sorgen wegen der vielen Prüfungen innerhalb der Bank gesprochen hat. Brooksmith fragte dort, was, wenn die Prüfer etwas in den Tausenden von E-Mails entdecken. Er war sogar in Sorge vor einer Gefängnisstrafe. Und Sohn Val kam ein Ereignis an dem Tag, als sein Vater starb, merkwürdig vor. Ich habe versucht, meine Mutter in einem ruhigen Moment zu erwischen. Ich sagte zu ihr, Mama, wir brauchen einen Anwalt. Die Polizei kommt schon. Und sie sagte, ruf Michele an, ruf Michele an. Und ich rief ihn an, ohne ihn zu kennen, ihn jemals getroffen zu haben, und ging davon aus, er sei Anwalt. Und ich dachte, oh gut, wir haben einen Anwalt. Und ich fühlte mich sicher, dass ein Profi sich um alles kümmert. Und dann stellte ich mich Michele vor und er sagte mir, ich bin kein Anwalt. Wer war er? Er ist der Vorsitzende der Vermögens- und Aktienverwaltung der Deutschen Bank. Weltweit. Eine wichtige Position. Michele Faisola war bis Ende 2015 Chef der globalen Vermögensanlagetochter der Deutschen Bank. Staatsanwälte aus Mailand werfen ihm vor, dass sein Team der italienischen Bank Monte dei Paschi mitten in der Finanzkrise im Dezember 2008 geholfen habe, Verluste zu verschleiern. In einer Mail warnte Bill Brooksmith vor dem Deal. Ein möglicher Reputationsverlust drohe. Was hat er über diese Geschäfte der Bank gesagt? Oh, er war komplett dagegen. Komplett dagegen. Er war komplett gegen jegliche Art schlimmer Geschäfte und er meinte, es gab ein zu großes Risiko. Ein Anwalt von Faisola sagt auf unsere Nachfrage dazu, sein Klient weist zurück, dass er fehlerhaft gehandelt habe. Fakt ist, Faisola gehört zu mehreren ehemaligen Managern der Deutschen Bank, die in Mailand derzeit vor Gericht stehen. Der Vorwurf, Risiken verschleiert zu haben, wäre ein vertrautes Muster. Und mittendrin mein Vater, der sagte, hört auf, wir müssen das sein lassen. Und er ist derjenige, der starb. Val Brooksmith weiß bis heute nicht genau, warum sein Vater sich das Leben nahm. Die Abschiedsbriefe bleiben kryptisch. Als man den Risikomanager tot auffand, lagen interne Papiere der Deutschen Bank zu seinen Füßen. Das Verhältnis von William Brooksmith und Michele Faisola wirft bis heute Fragen auf.
Beide hatten bei der Deutschen Bank mit Fällen zu tun, die noch immer Ärger machen. Wir recherchieren weiter. Die Namen Brooksmith und Faisola tauchen auch bei einem anderen Skandal auf. Dabei ging es um die Manipulationen des LIBOR. Der LIBOR-Zinssatz ist die Basis für fast jede finanzielle Transaktion. Er bestimmt den Preis des Geldes. Dabei schätzten Bankmanager bis vor kurzem lediglich, zu welchem Zins sie sich das Geld leihen würden. Daraus entstand ein Durchschnittswert, handgemacht und leicht zu manipulieren. Händler der Deutschen Bank hatten genau dabei mitgemacht und am Telefon zugegeben, dass sie wussten, dass die Manipulation vom LIBOR-Zinssatz illegal ist. Alles nur Einzelfälle, taten die alten Vorstände früher die Angelegenheit ab. Das Management selbst wollte nichts von den Manipulationen mitbekommen haben. Gab es Warnungen zu irgendeinem Zeitpunkt, dass die Deutsche Bank daran beteiligt sein könnte, dass der LIBOR manipuliert wird oder andere IBORs oder andere Benchmarks? Ich glaube, es gab auf jeden Fall Warnungen, die eine stärkere Prüfung deutlich früher hätten auslösen können. Und das haben wir nicht gemacht. Wir sind zu spät gewesen. Das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben auf diese Risiken zu spät reagiert. Michele Faisola wurde in einem Zwischenbericht der Deutschen Bankenaufsicht BaFin über den LIBOR-Skandal stark kritisiert, weil er frühzeitig über die Manipulationen informiert war. Trotzdem durfte er bis Ende 2015 bei der Deutschen Bank bleiben. Dabei hatte der damalige Vorstand unter der Führung von Anshu Jain und Jürgen Fitschen gebetsmühlenartig einen Kulturwandel versprochen. Wir haben enorme Fortschritte gemacht, nicht nur in den letzten 6 Monaten. Der Konzern hat sich stark verändert. Die Zeit von Faisola und anderen bei der Bank war erst abgelaufen, als der neue Vorstand ab Sommer 2015 die Geschäfte übernahm. Wir haben ja durchaus mehrere Personen auf mehreren unterschiedlichen Hierarchielevels auch ausgetauscht. Also es ist nicht so, dass es immer nur irgendwo ganz unten in der Organisation Konsequenzen gegeben hätte, sondern es hat durchaus auch Konsequenzen in der Hierarchie nach oben gegeben. Bei öffentlichen Auftritten stellt der neue Vorstand die personellen Wechsel jedoch nicht in den Mittelpunkt. Also wir haben schon, ohne dass man daraus nach draußen hin irgendwie so ein Riesenthema macht, wir haben in den letzten 18 Monaten, glaube ich, sehr intensiv hier auch Umbaumaßnahmen vorgenommen. Wenn Sie sich die oberen rund 200 Führungskräfte angucken, dann sind etwa 50% von denen sind heute neu. Die haben vorher nicht in diesen Positionen gesessen und sie haben wahrscheinlich weitere 20%, die sozusagen innerhalb der Gruppe auf eine neue Aufgabe gewechselt haben. 70%. Genau. Das heißt, es gab ein Führungsproblem? Nein, das heißt nur, dass wir ernst gemacht haben aus dem Thema, wir wollen Dinge der Vergangenheit bewältigen und wir wollen jetzt nach vorne gehen. Andere im Vorstand weichen der Frage nicht aus. Ich glaube sehr daran, dass die Spitze den Ton angeben sollte. Und wenn es ein Problem gibt, muss das Management dafür gerade stehen. Viele der Angestellten brauchen eine Art Elektroschock, damit sie verstehen, dass wir es ernst meinen. Die Veränderungen im oberen Management waren auch notwendig, damit dieser Schock ankommen kann. Denn wir müssen rüberbringen, dass wir uns wirklich verändern wollen. Die Deutsche Bank hat hohe Strafen gezahlt in den letzten Jahren, ist ausgezehrt. Für ihre künftigen Geschäfte braucht sie neues Kapital. So begibt sie sich stärker in die Abhängigkeit von Großinvestoren aus China und Katar. Die Herrscherfamilie Al-Thani hält inzwischen über 6% an der Bank aus Deutschland. Durch Firmen, die in Steuerparadiesen angesiedelt sind. Die Investoren aus Katar lassen sich laut Presseberichten von Michele Faisola beraten. Die Deutsche Bank wird ihre Vergangenheit einfach nicht los. Es steht unseren Investoren frei, sich beraten zu lassen, von wem sie sich beraten lassen wollen. Aber er steht ja auch demnächst vor Gericht. Das müssen unsere katarischen Investoren entscheiden. Das ist nicht unsere Entscheidung. Und auch nichts, was mir ansteht, zu kommentieren. Die Deutsche Bank kann es sich nicht mehr erlauben, bei ihren Investoren wählerisch zu sein. Auch mancher Kunde, der Großkredite bei der Deutschen Bank hält, wirft Fragen auf. So US-Präsident Trump. Das investigative Magazin Mother Jones hat das Verhältnis des Präsidenten, der noch immer die Strategien seiner vielen Firmen beeinflusst, zu der Bank aus Deutschland untersucht. Donald Trump ist, wie alle Präsidentschaftskandidaten, verpflichtet, seine Finanzen teilweise offenzulegen. Er gab 16 große Verbindlichkeiten an. Mit den Informationen gingen wir zum Grundbuchamt. Aus Unterlagen geht hervor, dass sich Donald Trumps Unternehmen mehrere hundert Millionen Dollar für 4 Tochtergesellschaften bei der Deutschen Bank geliehen hat.
Bezieht man Firmen mit ein, an denen er Beteiligungen hält, hat er sich mittelbar sogar 2 Milliarden Dollar gepumpt. Die Deutsche Bank ist Donald Trumps größter Kreditgeber. Er hat von ihnen viel Geld geliehen. Je nachdem, welchen Maßstab man anlegt, zwischen 700 Millionen und 2 Milliarden Dollar. Seine teuersten Immobilien hat die Deutsche Bank finanziert. Es ist ziemlich ungewöhnlich, dass ein US-Präsident überhaupt jemandem Geld schuldet. Noch dazu einer Bank, die nicht einmal amerikanisch ist. Ein Kredit wurde von der Deutschen Bank noch 2015 vergeben, kurz bevor Trump seine Kandidatur bekannt gab. Inzwischen ist aus dem Kandidaten der neue Präsident geworden. Einst feierte sich Trump großspurig als König der Schulden. Man ist besorgt darüber, dass Trump zu viel besitzt, aber wirklich besorgniserregend ist, wem er Geld schuldet. Trump gehören nicht alle Gebäude, an denen sein Name steht, selbst. Er ist auf das Geld der Banken angewiesen, um die Projekte seiner Firmen zu finanzieren. Auch seine Familie leiht sich Geld von der Bank. Die Bank hat uns bestätigt, dass die sogenannte interne Privatbank die Kredite vergeben hat. Das ist ein Teil der Deutschen Bank, der sich um die hochvermögenden Personen kümmert. Er hat sich Geld bei der Privatbank geliehen, seine Kinder haben sich Geld bei der Privatbank geliehen, sein Schwiegersohn Jared Kushner hat ebenfalls mit der Privatbank zu tun. Ein Interessenskonflikt. Drei Familienmitglieder arbeiten für die US-Regierung. Und in deren Auftrag ermittelt noch immer das FBI gegen die Deutsche Bank, weil sie Geld für russische Kunden gewaschen hat. Selbst wenn sich die Deutsche Bank von ihrer besten Seite zeigt, wird sie wieder Ärger mit Aufsehern bekommen. Es gibt noch immer zu viele Altlasten. Der amerikanische Präsident fällt zwar nicht die Entscheidung darüber, wie hoch die Straf- und Vergleichszahlungen sein werden, aber er gibt den Ton für das Justizministerium vor. Eine Kreuzung in Washington zwischen Kapitol und Weißem Haus. Gegenüber vom Hauptquartier des FBI ist das US-Justizministerium untergebracht. Hier wird das Trump-Dilemma der Deutschen Bank deutlich wie an keinem anderen Ort. Genau hier haben wir das Justizministerium. Das sind die Staatsanwälte, die diese Untersuchung angeordnet haben. Und direkt hier haben wir das FBI, das die Untersuchung tatsächlich durchgeführt hat. Und hier hinter uns ist das Trump Hotel. Das große? Ja, dieses große Gebäude gleich hier. Das ist das Luxushotel, das Trump erst im September 2016 eröffnet hat, finanziert mit einem 170 Millionen Dollar Kredit von der Deutschen Bank. Obwohl seine Firmen der Bank viel Geld schulden, sitzt Donald Trump wohl am längeren Hebel. Der Präsident könnte mit einer Entscheidung der Bank sehr schaden. Was, wenn Trump in die Ermittlungen gegen die Deutsche Bank eingreift? Also wir haben sehr genau unsere Prozesse so aufgesetzt, dass eben ein solcher Interessenkonflikt aus unserer Sicht nicht entstehen kann. Wir sind auch der Meinung, dass das Department of Justice sich bisher immer komplett unabhängig und nicht beeinflussbar gezeigt hat. Donald Trump hat einen Staatsanwalt in New York entlassen, der gegen die Wall Street ermittelt hat. Ja, stimmt. Im März 2017 hat Donald Trump den Staatsanwalt Preet Bharara entlassen, der gegen die Deutsche Bank ermittelt hatte. Mehrfach. Über seine Gründe schweigt der Präsident. Ein gefährlicher Kunde für eine Bank, die um ihren guten Ruf kämpft. Und die dem Bereich, in dem fragwürdige Geschäfte gemacht werden, eigentlich entkommen wollte. Kann man das irgendwie loswerden, diesen Fall? Ich weiß nicht, warum man ihn loswerden sollte. Also ich glaube, dass sie das auch überschätzen, sozusagen die Notwendigkeit und die Möglichkeit, jetzt einfach eine Kundenbeziehung zu beenden. Die Deutsche Bank hat an Einfluss und Macht eingebüßt. Ist sie noch die Herrin ihres eigenen Schicksals? Oder ist sie zum Spielball anderer Mächte geworden? Von amerikanischen Politikern, europäischen Aufsehern, ausländischen Investoren? Kann unter diesem Druck der Umbau zu einer sicheren Bank gelingen? Wir sprechen mit Dennis Kelleher. Der ehemalige Staatsanwalt hat für den US-Senat die Finanzkrise analysiert. Ich glaube, die Umstrukturierung, der Aufbau, Abbau und die Bewegung fast aller Teile in einer Firma ist immer eine hochriskante Angelegenheit. Wenn das aber bei einer riesigen, globalen, systemrelevanten Bank wie der Deutschen Bank gemacht wird, fordert man den Ärger geradezu heraus. Die Deutsche Bank will nun alles perfekt machen. Die perfekte Risikokontrolle, vorbildliche Geschäfte, nur ehrliche Mitarbeiter. Ist das überhaupt möglich?
Eine globale, vernetzte Bank mit Billionen von Dollar in Aktien und Derivaten muss ein nahezu perfektes, umfassendes und vielschichtiges Kontrollsystem haben. Und keiner denkt, dass die Kontrolle in der Deutschen Bank nahezu perfekt ist. Erst vor kurzem wurde berichtet, dass die EZB ernsthafte Defizite im Risikomanagement der Deutschen Bank festgestellt hat. Es ging um ihre hochriskanten Tätigkeiten und die Finanzderivate. Die Bank hält, so unser Eindruck, an ihrem grundsätzlichen Geschäftsmodell fest. Einerseits eine riesige Bank mit über 20 Millionen Privatkunden. Andererseits eine Investmentbank, die vor allem in London und New York zu Hause ist. Zu groß, zu gefährlich will sie aber nie wieder werden. Den Zustand too big to fail, den wird keine politische Führung jemals wieder zulassen. Den Zustand kann es nicht geben. Dass viele Marktteilnehmer glauben, dass am Ende doch der Staat einspringt, ist für die Bonität der Bank nur von Vorteil. Ich glaube, was auf die Deutsche Bank sicherlich zutrifft, ist, dass wir eine sehr hohe Systemrelevanz haben. Ja, weil wir einfach in vielen bedeutenden Geschäften eine große Marktposition haben. Weil das so ist, unterliegen wir auch einer strengeren Aufsicht. Ich glaube, das sind die Dinge, die sicherstellen werden, dass da am Ende auch nichts mehr schiefgehen wird. Ist das so? Wir wollen mit den Aufsichtsbehörden ins Gespräch kommen. Mit der Bundesregierung, dem Bundesfinanzministerium, der Europäischen Zentralbank, der BaFin. Schon gedacht, und man redet auch nicht sozusagen ohne Kamera mit uns, sondern man. Niemand will sich zu einem einzelnen Institut äußern. Das Thema Kontrolle ist seit der Krise im letzten Herbst noch heikler geworden. Es wurde nervös diskutiert, ob nach dem Kollaps von Lehman Brothers dieses Mal die systemrelevante Riesenbank aus Deutschland die Weltwirtschaft in den Abgrund führt. Auch ein Finanzexperte im Bundestag macht sich Sorgen, der Grüne Gerhard Schick. Wie gut ist die Kontrolle der großen Banken inzwischen? Dadurch, dass es jetzt eine europäische Bankenaufsicht gibt, sind wir besser vorbereitet als 2007 oder 2008. Aber auf die Schieflage eines Institutes, was so groß und so komplex ist wie die Deutsche Bank, kann man gar nicht vorbereitet sein. Die Bank ist in aller Welt aktiv, laut des Internationalen Währungsfonds vernetzt und verflochten wie kein anderes Institut. Doch die Kontrolle ist bestenfalls europäisch, oft gar nur national organisiert. Und was eine Deutsche Bank in den USA tut, auf Mauritius, in Hongkong, das ist natürlich nach wie vor schwer zu erfassen von Europa aus. Das ist jedoch nicht das Problem der Bundesregierung, behauptet die. Im heißen Herbst 2016 hatte sie dementiert, dass es einen Notfallplan für die Stützung der Deutschen Bank gäbe. Ist das glaubhaft? Die Deutsche Bank ist systemrelevant. Ihr Scheitern wäre für Deutschland unvorstellbar teuer. Es gibt einen Anreiz, too big to fail zu sein, weil man dann einen Teil der Risiken von den Aktionären weg zu den Steuerzahlern schieben kann. Und genau deswegen müssen die Vertreter der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, also wir Abgeordnete, dafür sorgen, dass es keine too big to fail-Institute gibt. Haben Sie da genügend Unterstützer? Es gibt hier im Haus, im Bundestag, immer noch Abgeordnete, wo ich den Eindruck habe, die stehen stärker auf der Seite der Deutschen Bank, als dass sie die Bürgerinnen und Bürger dafür schützen würden, dass Risiken aus dieser Deutschen Bank uns alle treffen. Kann die Deutsche Bank groß, erfolgreich und sauber sein? Der Kampf um ihre Zukunft ist noch lange nicht entschieden. Haben Sie die Sorge, dass die Konkurrenz wieder in das Verhalten der letzten Dekade zurückfällt und Sie können dann nicht mitmachen? Und wie wollen Sie dieser Versuchung dann widerstehen? Ich kann ja höchstens für die Deutsche Bank sprechen. Wir werden da auf gar keinen Fall mitmachen. Versprochen. Das ist versprochen. Ich möchte auch nicht hin zurück in die Zeiten, die wir zwischen 2000 und 2010 gehabt haben. Das möchte hier keiner. Das heißt, das Geschäft geht auch sauber? Das Geschäft geht auch sauber, absolut. Das zeigen wir, dass es so geht. Und auch so sauber, dass man genug Geld verdient? Dass man nicht irgendwann Probleme mit den Investoren bekommt? Absolut. Wieder einmal hat bei der Deutschen Bank ein Vorstand große Pläne und gleichzeitig große Probleme. Es wird schwierig bleiben, den Giganten unter Kontrolle zu bringen.